Was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Heute wird es extrem und actionreich, zumindest sagt das der Forecast. Nico hat mir nämlich geschrieben und meinte, ey Mario, hast du nicht Bock auf einen Abenteuer-Surftag? Und meinte, in St. Peter-Ording wäre heute die Hölle los. Und zwar 20 bis 35 Knoten auflandiger Wind, das ist Nordsee, das bedeutet, das geht da richtig ab. Vorne an 1 Meter Welle und weiter draußen kopfhohe Wellen und er möchte da drin Slalom fahren. Ich kenne das von Sylt, ich weiß, dass das unter Umständen wenig Spaß macht, das Material dabei kaputt geht und man sich verletzt. Andererseits habe ich aber natürlich auch mega Bock auf Abenteuer und es kann natürlich auch alles gut gehen. Und naja, gerade getankt und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt auf die Autobahn, 2,5 Stunden Fahrt hin. Dann 2 Stunden surfen und dann 2,5 Stunden Fahrt zurück. Also wenn wir da keine Action hinkriegen, ne, dann sind wir wirklich selber dran schuld. In diesem Sinne würde ich mal sagen, Fahrt ab. You get to acting like a hot shot. Now your body bleeding from the hot shot. Oh, I ain't trying to be no up, doc. No, oh, I ain't trying to be no up, doc. My dad. Wir sind jetzt gleich in St. Peter-Ording. Die nehmen uns schon da. Und ich glaube, man sieht da hinten schon, dass ordentlich Wind ist. Feel exhausted, cause I've seen 18 weeks at 18. I've carried so much weight. Wir sind jetzt in Nordfriesland angekommen. Ist das nicht der Ort, wo immer die Witze gemacht wurden? Oder verdrehe ich da gerade was? War das nicht irgendwie mit Nordfriesen? Auf jeden Fall sieht es hier jetzt schon so abartig nach Sturm aus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe leider jetzt schon ziemlich starke Rückenschmerzen. Das ist natürlich suboptimal, wenn man in Sturm und Welle Slalom fahren gehen möchte. Aber naja. I was on a list. I grew up a misfit. All black lipstick, white face paint, tongue out like a kiss disc. My partner gave me 6 bricks and he told me flip this. Money bags with a mask on like Nipkiss. Oh no. Oh nein, ich ahne, das stimmt. Oh man. Freunde, wir sind jetzt in St. Peter-Ording auf jeden Fall und ich glaube, wir müssen jetzt dadurch auf den Strand fahren mit dem Auto. Ich bin mir nicht sicher, was das werden soll, aber die anderen hier wollen anscheinend da auch alle auf den Strand und da ist schon der ein oder andere Windsurfer. Ich weiß auch nicht, das wirkt mir alles hier relativ suspekt, beziehungsweise habe ich keine Ahnung, was abgeht. Ich habe gerade schon Nico gefragt, der meinte auch einfach nur, fahren wir auf den Strand. Dann fahren wir auf den Strand, weil wenn wir hier parken, dann tragen wir unser Equipment locker über einen Kilometer und da habe ich begrenzt Lust drauf. Aber ich sehe das nicht, wie wir mit den Reifen auf den Strand fahren. Boah, das sieht aus wie einem Star Wars Film. Das sieht original aus wie einem Star Wars Film. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber wow. Parkplatz ist ja auf dem Strand. Wind ist heute auf jeden Fall genug. Das ist einfach nur krass. Und das sieht ganz schön brutal aus. Absolut krass. Ich weiß jetzt leider noch nicht, wo ich hin muss. Da hinten sind die ganzen Kiter. Nico antwortet gerade nicht mehr. Aber ich glaube, ich schaue da jetzt gleich auch mal, wie es da aussieht. Und ja, hier fahren die Leute irgendwie im Kreis mit ihren Autos und driften. Wirklich eine endlos lange Landschaft. Einfach komplett flach. Und ich war gerade auf Toilette und jetzt schaut euch das mal an. Das da, das ist das Toilettenhäuschen. Und das ist, schätze ich mal, 10, 15 Meter hoch. Und die Toiletten liegen da auf Stelzen anscheinend. Ah, da hinten sind noch mehr davon. Ey, wie krass. Wow. Okay, jetzt suchen wir mal Nico und dann schauen wir mal, dass wir aufs Wasser kommen. Und ich würde mal sagen, den Spotporn, den seht ihr jetzt und danach treffen wir Nico. Und dann geht's Windsurfen und dann machen wir mal richtig fett Action. Vielleicht fahre ich auch einfach nur raus und direkt wieder rein, weil es mir zu krass ist. Aber es sieht eigentlich aus, als ob es gehen würde. Though the wind is very cold, you hold me try to melt my soul. Makes it harder to say goodbye. Your whirling hair and tender eyes makes me feel as cold as ice anyway. Gut, was geht? Nicht viel. Nee? Außer Windsurf-Action. Und da ich momentan nicht mit meinem eigenen Auto unterwegs bin, ja,
muss ich das Auto packen. Also das Material liegt nicht schon vorher im Auto. Du bist im Wohnmobil von deinen Eltern hier. Genau. Wenn man das nicht so gewohnt ist, seine Sachen zu packen, dann vergisst man auch gern was. Also jetzt fehlt mir der Mastfuß. Aber? Das ist ein Neopren-Mastfuß. Aha. Das heißt, du brauchst eine spezielle Verlängerung für diesen Mastfuß. Das heißt, dir fehlt auch die Verlängerung. Naja, es funktioniert nur beides zusammen. Ist das kein Problem, ich bin da für dich. 97 Liter. Nico hat gleich sein Segel fertig. Und ah, dann nehmen wir dein Board und mein Segel, oder? Wollen wir das mal probieren? Das wäre schon krass. Das wäre ja quasi Arnons Kombi dann. Stimmt. Und jetzt baue ich zum ersten Mal das niegelnagelneue 5.6er M8 auf. Ich bin ziemlich gespannt, wie das wird. Camber ist noch gar nicht drin, also wurde noch nie gefahren. So, Freunde, wir bauen jetzt hier gerade. Nico, kannst du einfach. Hey, das ist normal. Halt einfach die Kamera nochmal. Das ist anständig. Als ob du ein normaler Kameramann wärst. Wir bauen hier gerade auf. Das ist zum Kotzen, ne? Und super sandig. Alles voll Sand jetzt schon. Mir reicht's. Sieht schon ganz hübsch aus jetzt, ne? Meinst du, dein Brett fliegt eigentlich Alter, gleich weg? Nein, fuck, den Segel war in der Flur! Pack die Kamera wieder ein. So, Freunde, wir bereiten jetzt hier gerade das Filmen vor. Das ist der absolute Horror alles. Freunde, Action-Clip ab und wir sehen uns danach. Let's go! Normaler Top, die Wellen da draußen, also die richtigen Wellen, und aber halt 2 Meter hoch und dann brechen die überall, man fährt die ganze Zeit Slalom durch die Wellen. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, aber ja, Alter, ich bin richtig fertig. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch mal eine Runde raus. Sinking deeper every day. And lately I am missing my reflection in every money puddle.
wie war's? Sick, oder? Ja, es war sick. Ich fand die erste Runde geil, aber dann war ich so tot, nachdem ich dich eine halbe Stunde gefilmt habe. Ja. Ich bin fast erfroren einfach. Du hast auch nichts gegessen, ne? Ich habe auch nichts gegessen und dann irgendwie war es mir ein bisschen zu hart. Ja. Und nach der zweiten Runde war ich dann wirklich kurz vorm Kollaps, ne? Sah aber noch ganz okay aus. Hast du ein paar Sprünge rausgehauen. Ich habe leider deine beste Halse nicht gefilmt. Tut mir leid. Halt's Maul. Ja, ist hast so. Du nicht gemacht. Ja, nicht mit Absicht. Das ist wie mein Vater, Alter. Immer wenn ich den Doppelloop springe, ne? Ja, dann genau. So aus Versehen so Stativ zur Seite geschwenkt. Ja. Nee, echt, Alter. Ich mache ja ständig Laydown-Drives. Hast du ja gesehen. Eigentlich nonstop. Eigentlich nonstop. Ich habe leider alle nicht drauf. Ja, und dann... Hallo? Ruhe. Nein, ich habe leider alle nicht drauf, alle deinen Laydown-Drives. Aber alle anderen habe ich drauf. Komischerweise. Okay. Das ist okay. Ja, hat Spaß gemacht. War schön mal wieder auf der Nordsee unterwegs gewesen zu sein. Hat mich an Sylt erinnert. Ich fand es ein bisschen schlimmer noch als Sylt. Ja, aber auf Sylt hast du einen Shorebreak. Da ist es super schwierig rauszukommen. Und hier, aber hier brechen die Wellen vorher schon so ein bisschen. Ja, und vorne an ist es klein. Man kam raus, aber dafür war es draußen umso schlimmer, fand ich. Ja, das stimmt. Weil so normalerweise, selbst wenn du große Wellen hast, kannst du ja zwischen den Wellen Gas geben und sowas. Aber ich hatte so einen Respekt vor diesen Quer-Chop-Schlägern. Aber dadurch, dass der Wind so auflandig war, konntest du immer vor den Wellen wegfahren. Das stimmt, ja. Im Notfall so. Das stimmt. Und wenn es Sideshow ist, dann musst du immer frontal drauf zufahren. Ja, das stimmt. Es war auch okay, ich möchte mich gar nicht beklagen. Es war einfach nur, ich sag mal, es war ungewohnt und schön. Ja. Jetzt regnet es hier und ist auf einmal auch richtig kalt. Und ich würde mal sagen, wir fliegen zurück zur Erde. Tschüss Mondlandschaft. Es war wirklich wunderbar. Oh Gott. Guckt euch das an. Alles dreckig, alles sandig. Oh, meine Füße voll mit Schlamm. Einmal Ordnung machen hier. Driveway-Stickers. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Es war viel, viel anstrengender als erwartet. Es waren aber auch andere Dinge anders als erwartet, zum Beispiel der Spot. Ich konnte mir das vorher gar nicht vorstellen, wie es hier aussieht. Ich wusste nur ewig langer Sandstrand. Ich habe von den deutschen Meisterschaften, die fanden hier letztes Jahr statt, also ein Tourstop, habe ich gehört, dass es hier wohl ein super schrecklicher Spot sein soll zum Windsurfen. Im Vergleich zu anderen Spots, zu denen man fahren kann natürlich, weil viele wohnen jetzt wahrscheinlich im Inland und denken sich, ey, du hast Wind, Meer und so weiter, beschwer dich bitte nicht. Aber ja, also der Spot St. Peter-Ording optisch, absolut einzigartig. Ich habe schon mehrfach gesagt, sieht für mich aus wie so eine Mondlandschaft, besonders bei der Wetterlage, die wir heute hatten. Draußen auf dem Meer, wir hatten Onshore Wind, 20 bis 30 Knoten. Ich muss ehrlich sagen, also für mich war es nahe daran, okay, ich möchte nicht sagen unfahrbar, weil das wäre falsch. Ich möchte nicht sagen, dass es unfahrbar ist. Es ist einfach super anspruchsvoll zu fahren. Und wenn man jetzt halt wie ich die letzten Tage und Wochen auf dem See war oder im Pelzer Haken, wo die Welle maximal einen halben Meter hoch wird, dann versteht ihr, man gewöhnt sich natürlich an solche Bedingungen sehr schnell und man weiß dann auch, ich kann so und so schnell fahren, wie die Bedingungen so und so sind. Und in den Bedingungen habe ich gemerkt, da brauche ich einfach noch super viel Training und Kondition. Und ich bin echt fertig. Und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, um nichts weiteres zu verpassen. Und ja, Patreons sind wie immer am Abspann, Leute. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass ich meine Jugwear-Mütze nochmal trage, einfach weil es wirklich zu kalt ist und nicht nur um cool auszusehen. Aber naja. Ja.